call your children. There are all the golden signs with the reserved on it. You can choose one you want. So, jetzt geht's. Sehr verehrtes Publikum, liebe Gäste, wir heißen Sie herzlich willkommen bei der 7. Ausgabe des Kurzfilmfestivals Prädikat Wertvoll. Heuer unter dem Motto Gold Edition. Wir hoffen, Sie konnten sich bereits gut auf den heutigen Abend einstimmen. Wir haben 7 hochkarätige Filme aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Frankreich. Prädikat Wertvoll wurde gegründet, um als fixer Teil des Kufsteiner Kulturlebens jungen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Werke vorzustellen und für die Kufsteiner und die Studenten Kufsteins ein anderes Kinoerlebnis zu ermöglichen. Es gibt 2 Kategorien. Einmal die Kategorie Bester Film, prämiert von der Jury, und einmal die Kategorie Zuschauerpreis. Sie finden alle in ihren Programmheften Stimmzettel. Bitte füllen Sie am Ende der Vorstellung die Stimmzettel aus und geben Sie samt Kuli einfach nach links durch. Dort werden sie abgesammelt und ausgewertet. Meine Kollegin Carolina Bucher und ich, mein Name ist Nicole Brehm, werden Sie heute durch den Abend führen. Wir sind beide Studentinnen der Fachhochschule Kufstein des Studienzweiges Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement. Ebenfalls sind wir Teammitglieder des Projektteams Prädikat Wertvoll 2013, welches des Weiteren besteht aus unserer Projektleitung Katharina Zinner, Julia Mörtelmeier, die sich um die künstlerische Betreuung kümmerte, Miriam Mauracher, die zuständig war für den Food and Beverage, F&B-Bereich, und Milena Timm, die den ganzen Aftershow-Bereich über hatte. Wir begrüßen Sie natürlich alle recht herzlich zum heutigen Abend. Ganz besonders aber begrüßen wir unsere Jury. Professor Verena Theisel. Erste Teil der Jury. Sie ist Ihre Teil. Mitdirektorin der FH Kufstein und Publizistin. Weiters in der Jury Alexander Meyer. Er ist Regisseur und Filmkomponist. Und weiter noch. Entschuldigung. Er ist Kameramann und Produzent und Schauspieler. Der dritte Teil der Jury, heuer ganz frisch dazugekommen, ist Filmkomponist und Regisseur.
Weiters begrüßen wir natürlich ganz recht herzlich unsere Studiengangsleitung, Herrn Professor Dr. Robert Kasper. Unsere Sponsoren, vertreten durch unseren Hauptsponsor, die Volksbank Kufstein, Herrn Peter Gossner. Last but not least natürlich auch ein herzliches Hallo an unsere Regisseure. Ohne euch wären wir heute nicht hier. Wir freuen uns auf eure Filme. Nun gut, wir wollen euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir starten gleich mit dem ersten Film. Dieser wurde uns eingesandt von Felix Knoche, produziert von der Filmarche Berlin. Der Titel des Films lautet Hit the Road. Viel Vergnügen! Film, und zwar ist es Palim Palim. Palim Palim hat bereits mehrere Preise gewonnen und wurde eingesandt von Maria Klausner und Pia Hellenthal aus der Schweiz. Ich wünsche viel Vergnügen. Es freut uns ganz besonders, dass das Team dieses Films heute hier anwesend ist. Eingesandt wurde er uns von Dirk Polte und produziert wurde er in der WAM Medienakademie in Dortmund. Nun gut, wir hoffen, dass es nun störungsfrei weiterverlaufen kann und wünschen Ihnen weiterhin viel Vergnügen. Mit diesem Film kann sich Dirk Polte leider nicht rühmen. Das war nicht Einer geht noch, sondern Gleis 9. Gleis 9 wurde uns eingesandt von Stefan Lassonczyk. Dieser ist heute aber auch anwesend, aus der Staatlichen Hochschule der Medien Stuttgart. Nun, meine Kollegin hat mir gerade gesagt, wir fahren nun fort mit dem Film Einer geht noch. Hoffentlich. So, das war Einer geht noch, diesmal wirklich. Der nächste Film freut mich persönlich besonders. Er wurde uns eingesandt von Pierre Gaffier aus Frankreich und Pierre ist heute extra aus Frankreich angereist, um teilzunehmen am Kurzfilmfestival in Kufstein. Der Titel des Films ist Relativity Explained to Children und ja, wir freuen uns jetzt auf einen hoffentlich störungsfreien Film. Viel Vergnügen! Coucou. Allez, viens, Nicolas. Plutôt ton père qui doit avoir longtemps. Il a eu le droit pour l'entrance de l'institutrice parce qu'il n'avait pas préparé son défi. Tu savais bien que c'était aujourd'hui le jour des défis. Tu m'avais dit que tu t'en occuperais. C'était aujourd'hui, c'était pas la semaine prochaine. Tu vas leur expliquer la théorie de la relativité. Bon, on y va. Bon, on va prendre maman. On va dessiner maman.
Je la dessine en bas, à droite, c'est bien. Eh bien, on va dire que maman, c'est un gros train. Bon, imaginons que moi, je suis un voyageur du train, je suis assis dans le compartiment et le train avance. D'accord ? Alors, tu as vu, maman conduit le train pour La Rochelle, pour aller chez mamie, d'accord ? Moi, je suis assis dedans. Eh bien, imaginons que sur la route, il y a quelqu'un qui regarde passer le train. Alors, je sais pas, moi, un chien, une vache, un corbeau... Tiens, imagine que mamie, là, c'est un corbeau. Et elle voit passer le train, d'accord ? Et le corbeau, comme il a de très bons yeux, il voit papa assis dans le train, qui va très vite, très très vite. Voilà, le train passe. Bonjour le corbeau. Et le conducteur du train, qui est très gentil, qui a reconnu le corbeau, dit bonjour au corbeau. Bonjour le corbeau. Voilà, et là, regarde. Imagine que je décide de me lever pour aller au wagon restaurant, au cas où à La Rochelle, mamie n'a rien préparé à manger. Alors, j'avance dans le train, hein, je ne suis plus assis et je marche dans la même direction que le train. Et là, tu vas te dire, chic, papa va arriver plus vite chez mamie. Eh ben non. Car c'est là qu'Einstein s'est dit, si papa avance dans le train et que le train avance aussi, eh ben le corbeau, même s'il est très très futé, même si c'est le plus futé de tous les corbeaux, il pourra pas dire si papa il arrivera plus vite que s'il était resté assis. Tu comprends? Même en marchant dans le train, papa n'arrivera pas plus vite chez mamie. Tu comprends? Nicolas, tu comprends? Parce que là, c'est relatif. C'est ça, la relativité. Tu comprends? Bien sûr. Tu sauras le refaire au tableau. D'accord? Tiens, bah, tu demanderas à Yvan de faire le train. Et puis la maîtresse de faire le corbeau. Ça va? T'as confiance en papa? Bien sûr. Et donc, papa et maman, sur leur remonte-pente, personne ne pourra dire lequel des deux arrivera le premier en haut de la montagne. Même la petite marmotte. La petite marmotte, elle a des bons yeux, elle est sur son talus, elle les voit bien, mais elle ne pourra pas dire lequel des deux arrivera le plus vite. Parce que là aussi, c'est relatif. Tu as compris? Ça ira? Bon. Si tu n'as pas compris, n'hésite pas à me le dire, c'est le moment ou jamais. Alors qu'est-ce que tu vas leur expliquer? Mamie et le train ou l'air monte-pente? Comme il veut, comme il veut. Comme tu veux. Et surtout, n'oublie pas, à la fin de ton défi, avant de saluer, tu leur dis la formule magique. E égale MC2. E égale MC2. E égale MC2. E comme Einstein, M comme mamie, C comme corbeau, et 2 comme papa et maman. Redis-moi la formule. E égale MC2. C'est bien. C'est l'heure. Ça va?
zwar Relativity Explained to Children. Merkt euch das gut, wenn eure Kinder euch später mal selber fragen, wie das funktioniert. Unser nächster Film, Film Nummer 6, ist Politisch Korrekt, eingesandt von Armin Moritz. Armin ist heute hier. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du da bist. Und produziert wurde der Film von der Hochschule der Medien.